We are on this side of the canyon. We started to make the connection this year. Mm-hmm. So last year we just arrived, made the first obvious few highlights. This year we made the big connection. So for next year, if we have already the connection, so we can make a few connections which are unleveled, so we can even make zip lines to change the side of the canyon. So we have to camp here. So it's a good spot also for beginners to start highlining it. Yeah, I think so too. And they can go on short lines and start highlining, but also the short lines are quite high and all the lines here feel quite high and quite exposed, so it's quite a nice experience to be out here on the lines. Hello, you're happy and you know it. Hey! Es ist eigentlich echt ein richtig gutes Festival, weil ich finde, es ist sehr wichtig, diese beiden Sportarten gemeinsam zu erschließen, weil man dann gleich auch eine größere Akzeptanz hat, weil sonst erfährt man schon oft, wenn man jetzt als Highliner, als jüngere Sportart in ein Klettergebiet fährt, das halt schon erschlossen ist und da dann Highlines macht, dass dann die Kletterer schon eher so, was machen die jetzt da und so, dass da schon immer ein bisschen Zwist da ist, ja. Aber wenn man es halt gemeinsam erschließt, dann glaube ich, kann man das Ganze ganz gut umgehen, weil von vornherein einfach beide aufeinander zugehen und eine Akzeptanz von beiden da ist, was ich finde ganz wichtig ist, weil der Fels ist für uns alle da, wir wollen alle einfach nur Spaß da haben und das Leben genießen. Und ich finde, das kann man hier einfach ganz gut machen, ja? Also man spricht sich halt vorher ab, wie schaut's aus, kann ich da eine Highline machen, kann ich da die Kletterroute machen und so. Und dann funktioniert es einfach super nebeneinander, das sieht man hier einfach ganz gut. Ja, also hinter mir sieht man jetzt direkt 400 Meter oder 420 Meter Highline und zwar auf Nylon. Und ja, man war relativ im Stress, das Ding jetzt aufzubauen. Aber sobald es hing, alles gemütlich. Also, so, ja, weiß nicht, was ich da jetzt groß zu erzählen soll. Einfach eine schöne Line. Und mal was anderes, also mal was bisschen längeres. Aber ja, hat beides so seinen Reiz. Entweder die lange Line und ein bisschen meditativ drauf laufen oder eine kurze Line und ein paar spielerische Sachen. Es war schon ein bisschen böig und es hatte ich mal 3-4 Meter auf Seitenblasen oder 2, keine Ahnung, sieht man ja nicht. Aber die Line an sich macht halt nichts mehr. Das heißt, du bist eigentlich nur noch Passagier vom Wind und nicht mehr Fahrer der Line sozusagen. Und jetzt heute Morgen war ich nochmal drauf und ohne Wind. Und genau, bin es jetzt nochmal gelaufen und war halt interessant, wie anders das jetzt war, weil jetzt eben ich quasi der Pilot sein musste, ja, und der Line sagen, was er macht, und das hat der Wind halt jetzt nicht mehr gemacht. Und das taugt mir einfach viel mehr, weil ich weiß nicht, ich will einfach der sein, der Line sagt, sei still und nicht der Wind macht schon. Ja. Und das ist, finde ich, ein bisschen die Gefahr an den langen Lines, dass das teilweise relativ, also sobald ein bisschen Wind geht, kommt halt einfach nichts mehr zurück und dann wird es für mich zumindest eher langweilig, weil dann jeder einzelne Schritt einfach leicht ist und das ist nicht das, was ich suche. Also